Wenn jetzt der sogenannte erste Spatenstich für Stuttgart 21, den gigantischen Tunnelbahnhof, gemacht wird, dann wird der Bahnchef alleine in der Grube stehen, weil weder der Verkehrsminister Dobrindt noch der Minister des Landes Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, ihn begleiten werden. Warum? Das Projekt ist zum Scheitern verurteilt, die technischen Probleme sind nicht zu lösen und vor allen Dingen, wird jetzt immer klarer und wird vom Bundesrechnungshof bestätigt, dass es 10 Milliarden Euro kosten wird. 6,5 Milliarden war die Obergrenze dafür, dass es überhaupt Wirtschaftlichkeit gibt für die Bahn. Wir fordern Schluss damit, Schluss mit diesem Unsinn. Setzt das Umstiegskonzept um. Das ist entwickelt, es liegt vor. Man kann die Baustelle benutzen für sinnvolle andere Baumaßnahmen. Man spart 5 Milliarden und kann mit diesen 5 Milliarden unzählige Bahnhöfe im Land fit machen.